Hallihallo Leute, damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game, dem Videospiel zur dritten Staffel von Stranger Things. Wir sind gerade vom Hawkins Pool und müssen jetzt Billy, der diese eklige Brezel geben, die auf dem Boden lag. Aber das eh nicht so schlimm ist, weil hallo, 5-Sekunden-Rätsel und das extravagante Shampoo für Karen's Date mit Billy Hargrove. Hargrove, whatever. Und los geht's. Hey Billy, wir haben eine Brezel für dich. Habt ihr meine Brezel oder muss ich euch verprügeln? Echt jetzt, wo meine Mom zuschaut? Hi Mom. Gebt sie mir einfach raus hier, bevor ich es mir anders überlege. Lasst euch hier bisher nicht blicken. Alles klar. Hier, Mrs. Wheeler. Ist das mein Shampoo? Perfekt, hier, habt ihr etwas Geld. Macht euch einen schönen Abend und wartet nicht auf mich. Yay, haben unser 5 Dollar zurück, die wir aus Versehen falsch ausgegeben haben. Diese russische Sendung, die ich aufnahm, muss wichtig sein. Das muss ich Steve erzählen. Mir egal, deine Spionagespiele interessieren mich gerade nicht. Ich habe ein Date mit Elf. Im Ernst? Warte, wo ist Will? Sehen wir zuerst bei dir nach Mike. Ich muss heim und mich für Billy bereit machen. Tue ich das wirklich? Später an diesen Abend. Billy, okay, das Hotel ist 2 Ausfahrten entfernt. Was war das? Oh nein! Naja, he's getting flayed. Oh, da ist diese Matschepampe, ey. Gerade gewesen. Was zum Henker war das? Warum hat er hier keine Schuhe und keine Jacke an? Wo kam das denn her? Jetzt stecke ich hier fest. Was ist das für ein Geräusch? Wer ist da? Ah, loslassen! Ah. Kapitel 2, Ratte. Und da sind wir in der 2. Folge. Kehre Mikes Keller zurück und rede mit Will. Ja, alles klar, machen wir. Da seid ihr, meine Kampagne ist startklar. Ich kann leider nicht, ich habe Elf versprochen vorbeizukommen. Keine Zeit, ich muss Steve von dieser Sendung erzählen. Ja, vielleicht später, Will. Okay, egal. Okay, Mike, deine Schwester Nancy sucht dich. Sie ist bei der Hawkins Post am Hawkins Square. Okay. Jetzt haben wir ein paar Quests mittlerweile, ne? Alter, wir haben echt ein paar Quests. Und ich habe noch eine dritte, noch eine gesehen im Freibad. Hey, habt ihr Lust auf Dungeons and Dragons? Nö. Okay, erstmal kurz hier an. Oh Gott, wir können auf jeden Fall was bauen, ey. Alter, wie viele Sachen können wir denn hier allgemein bauen? Wahnsinn, ey, was es hier alles gibt. Wie gesagt, Schaden um 10% erhöhen. Ja, warum nicht? Perfekt. Machen wir Gegenstände, unsere Gilde. Meine Gilde zeugt mir Respekt. Klasse, machen wir 5% mehr Schaden. Aber erstmal gehe ich kurz ins Freibad, um diese eine Quest nochmal eben zu holen, die ich dann auch gerade noch gesehen habe. Money, 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 money. Also. Willkommen auf der stattlichen Schule von Hawkins. Keine Faxen, okay. Oh, guck mal, das ist Billy. Lasst euch hier besser nicht blicken. Das ist eigentlich komisch, dass da der steht, ne? Ja, da. Hey, Kinder. Ihr habt für Karen Besorgungen gemacht. Macht ihr solche auch für mich? Geht zur Malwets und kauft mir einen neuen Föhn. Hier habt ihr Geld und beeilt euch. Ich muss bald nach Hause. Alter! Wuhu! Alter! Das hat Kohle gegeben, ey. Krass. Billy bat mich, euch um einen Gefallen zu bitten. Jetzt wisst ihr, wo der Hase herhüpft. Komm schon, du auch, was ist denn los? Holt mir eine Milchshake, ihr habt doch Freunde, die bei Scoops euch arbeiten. Sagt ihnen Billy und ich finden ihnen stehen diese Outfits. Ach Gott, wie viele Aufgaben wir jetzt haben, ey. Wahnsinn, ey. Wegen Billys Gang gehen wir noch pleite, wir müssen uns wehren. Wir gehen zu Scoops und reden mit Robin, sie weiß Rat. Oh. Alles klar, Leute, wir gehen zu Robin. Das ist entschieden, wir gehen nach Robin.
Warte mal, Nancy Poe, Nancy, Scoops Ahoy, rede mit Scoops Ahoy mit Steve. Wir haben uns hier rüber mit einer russischen Geheimnachricht. Elfs Hütte. Rache der Geeks. Gehen wir nach Scoops Ahoy und reden mit Robin. Rede bei Scoops Ahoy mit Robin. Besorge bei Melvilles einen neuen Haartrockner. Wir können sehr wahrscheinlich gleich mit Elf spielen, aber vorher möchte ich noch ein bisschen mit... Ich möchte zu Robin. Ja, das habe ich jetzt gerade entschieden. Wir werden auf jeden Fall mit Robin jetzt reden, ey. Robin! Oh, okay. Hey, Dustin, was geht? Große Neuigkeiten, Cross. Okay, schieß los. Alles klar. Ich habe ein geheimes Gespräch auf Russisch abgehört. Ein was? Ein geheimes Gespräch auf Russisch! Hilf mir, es zu übersetzen und wir sind amerikanische Helden. Da ist Robin! Dann kann ich euch weiterhelfen. Sie redet ja mehrere Sprachen, ne? Ja. Ich spreche zu Russisch. Nein, aber für andere Sprachen und meine Ohren sind genial. Weil sie 12 Jahre in einer Band gespielt hat. Hört euch die Nachricht auf diesem Box an. Wir holen ein Buch für die Übersetzung. Sofort, Sir. Hier tritt die Hawkins Bücherei. Die Bibliothek ist auf dem Hawkins Square, falls ihr dort hin wollt. Wir müssen auf jeden Fall mit Robin reden, ne? Die Rache der Geeks machen wir nämlich. Wir machen noch eine Besorgung. Diese verlangt aber nach Rache. Gehen wir bei Scoops vorbei und sehen, ob wir dort Hilfe bekommen. Rede bei Scoops auch hin mit Robin. Hey Robin. Hey Leute, was geht? Gibt es wie immer Probleme? Billys blöder Freund Chad. Er erpresst uns für einen Gratis-Shake. Er sagt, ihr seht doof aus. Ihr seht gut aus, meinte er eigentlich. Okay. Ach ja, ich habe eine Idee. Wir mixen ihm einen speziell Shake. Besorgt mir Ultra Lux von Malwitz und Shake Mix aus dem Lagerraum. Wir müssten noch eine Packung haben. Vielleicht in der Kiste. Na ja, geil, machen wir. Kauft ihr was oder nicht? Besorgt den Shake Mix. Ultra Lux und einen Haartrockner. Ja, Haartrockner müssen wir auch noch besorgen. Wo ist das denn, wo wir hin müssen? Jedenfalls nicht hier. Ja, das bisschen Haarspray ist auf jeden Fall voll geil, ne? Da kannst du das ganze Gebiet mit abdecken, ey. Melvates, das müsste da oben sein, ne? Ja. Leben, Leben, Leben! Ich habe eh volle Lebensenergie, ist ja egal. Ich habe das ins Kampfroboter noch kein einziges Mal benutzt, ne, im Kampf, ne. Ich weiß auch nicht, ob das auch wirklich so interessant ist, den zu benutzen. Oh, Geld. Ne, Coke. Ne, brauche ich nicht. Alles klar, Melvay. Müssen wir rein. Das ist Claire's. Shrimps? Was ist das denn? Hä? Das ist doch ein Scoops Ahoy, oder nicht? Warte. Oder irre ich mich da gerade? Doch bei Melvates? Wo ist das denn? Ist Melvates nicht ein Scoops Ahoy? Scheint wohl nicht so zu sein. Ach, dann ist das sehr wahrscheinlich. Okay, dann ist das bestimmt in der Innenstadt, oder? Ja, ich gehe davon aus, dass das noch eher aufgeregt ein Einkaufszentrum hier im Hawkins. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Dann ist das wohl, glaube ich, in der Innenstadt. Aber wie gesagt, wir haben mit Robin und Steve geredet. Wir müssen sowieso dann die Bibliothek im Buch besorgen. Ach, hier ist Melvates, okay. Ach so, das ist der Store, wo die Joyce arbeitet, ne? Ja, da ist sie. Da haben wir Joyce. Und hopp, ah ne, da ist Joyce.
Oh, das ist cool. Das sieht richtig aus wie Winona Ryder. Was ist mit diesen Magneten los? Die halten nicht mehr. Oh, gute Anspielung, ne? Stimmt, das ist ja auch der Grund, warum die Joyce das Date mit Hopper sausen lässt, ne? Wieso sie es vergisst, das, um mit diesem einen Lehrer von der Highschool zu reden, ne? Das war der Grundschule, also von der Schule. Und sie erklärt es ihr halt ja auch, ne, warum die Magneten runterfallen, wegen so einem starken elektromagnetischen Feld halt, ne? Was das halt stört. Wir haben hier die Maschine, die Russen halt benutzen, um ein neues Tor ins Upside Down zu öffnen. Eine Perle, ein Tischtennisball. Da bloß, der will auch ein Quest. Hey Kinder, Susan braucht einen neuen Föhn. Der hier ist super. 10! Man kann ja alles kaufen, ey. Wahnsinn. Brustschutz. Alter, man ist ja kaufen kann. Zündkerze. Knieschützer, Baseballschläger, Fahrradhelm. So beim Unfall in den Kopf schützen. Ha, keiner setzt das auf, wenn es kein Gesetz gibt. Na, stimmt eigentlich auch. Und habe ich auch nie gemacht als Kind. Ich habe den auch nie aufgesetzt. Das sieht halt so scheiße aus, wenn du mit dem Helm rumfährst. Da brauchst du lieber einen Unfall. Spielzeugroboter. Na egal, kaufen wir den Föhn hier. Haartrockner. Alles klar. Ist da noch irgendwas? Du wirkst nervös. Was brauchst du? Spuck's aus. Nicht überrascht, nichts mehr. Eine Flasche Ultralax, bitte. Im Ernst? Wofür braucht ihr eine Flasche Ultralax? Dies ist nicht für uns, sondern meiner Mom. Klar doch, ich verkaufe kein Ultralax mehr. So wie viele Beschwerden. Aber ich habe noch eine Flasche im Lager. Entferne die Ratte und sie gehört dir. Alles klar. Meine Nase juckt, ey. Ach, das ist da gar nicht. Könnten wir irgendwas bauen? Kampffilm. Ah, mein Auge juckt. Oh. Mal schön Auge durchstechen. Okay, fertig. Guck mal, da oben sind Kopfhörer von Walkman. Keine Ahnung, was man mit den ganzen Sachen machen kann, ey. Da, Ultralax. Yes. Alles kaputt machen hier. Strom an. Da brauchen wir über den scheiß Bolzenschneider für, aber den können wir nicht haben, weil Joyce hat den. Er hat sie übrigens auch in der Hand. Seht ihr das? Erste-Hilfe-Kasten, Coke. Diese neue Coke gibt der Gruppe 3 Energie. Neue Coke, ne? Ja, diese scheiß Diskussion mit der neuen Coke, später auch mit Lucas, ne? Wie das Sphinx-Remake. Neuer, besser, leckiger. Zucker. Macht alles ein wenig süßer. Metallrohr. Ein aufregender, leicht biegsamer, höhlender Zylinder. Klebeband. Hält Dinge wirklich gut zusammen. Drahtspule. Gewickelter Kupferdraht für Elektriker. Batterie. Samt für elektronischen Bedarf. Erhält Säure. Zündiger, eine Art Motorenzubehör. Knieschützer, ja gut. Müssen wir mal merken, dass wir hier kaufen können. Man kann an so vielen Stellen Sachen kaufen, ey. Ich habe keine Ahnung, wofür das wirklich gut ist später, aber naja. Gehen wir erstmal zurück nach Robin. Ja, warte, wir gehen erst in die Bibliothek. Wenn wir schon mal dabei sind, dann... warte eben. Bibliothek ist da oben rechts, ist klar. Betritte die Hawkins-Bücherei. Wir haben mit Zebo eine russische Geheimbotschaft abgefangen. Hawkins-Bücherei sollte ein russisches Wörterbuch haben, das uns beim Übersetzen hilft. Moment, das Elektrogeschäft ist ins Einkaufszentrum umgezogen, oder? Ja, und? Die haben sich ein paar klasse Sachen da gelassen. Schleichen wir uns rein. Oh, wir haben neue Quests. Wir haben so viele Quests mittlerweile, ist der Wahnsinn, ey. Man kann nicht mehr, wie wir die alle machen sollen. Und genau, oh, da ist auch noch wieder eine Quest da unten, ey. Und jeder will was von uns haben, ey. Mikhail, okay. Jeder will was von uns.
Die will auch was von uns. Wir gehen erstmal in die Bibliothek. Wir machen alles ein nach dem anderen, ey. Da ist ein Zwerg da oben. Elvis! Vielen Dank, vielen Dank. Ich fasse nicht, dass wir uns in unserem Sommer in der Bibliothek verbringen. Wenn man das Land rettet, muss man Opfer bringen. Bringen wir es hinter uns. Fragen wir die Bibliothekarin nach dem Buch. Ihr schon wieder, was wollt ihr heute? Haben Sie ein russisches Englisch-Wörterbuch? Ja, aber ihr dürft es auch nicht ansehen. Sie machen wohl Scherze. Tut mir leid, der Bürgermeister hat russische Literatur verboten. Sogar Nabokov. Alles ist weggesperrt. Was? Amerikas Schicksal hängt von diesem Buch ab. Ich will nichts damit zu tun haben. Zwischen Klein und der Irren, die nach Magneten fragt. Oh, der Irren, die nach Magneten fragt. Das ist Joyce. Es ist Sommer. Ihr sollt eher Ferien haben. Die Bücher sind unten. Schafft ihr es in den Raum, tue ich so, als würde ich nichts davon wissen. Alles klar. Okay, dann. Wieder ein russisches Wörterbuch. Repo, Hockets Post, Nancy, Drahtseilakt. Und durchsuche das Labor. Elektroscheck. Oh, da sind ein paar russische Thugs wieder. Ja, ist klar. Nicht fiktiv, nicht interessant. Man sagt, da ist das Gleiche. Das sind lauter Bücher. So staubig, das sind lauter Bücher. Wann kriegen die neue Comic-Hefte rein? Alles klar. Science Fiction ist schon viel besser. Okay. Ich hab nicht, dass wir alle Bücherdinger aufmachen müssen hier, ne? Oh, meine Nase juckt. Wahnsinn. Was ist denn da? Plutonium? Nein, Kaugummi. Genau, Plutonium. Wir kriegen aber trotzdem immer noch Schaden, wenn wir das kontern, ne? Alter, ich wollte gerade Lukas angreifen, ey. Ein ganz regal Liebeskomödien, so eine Verschwendung. Langweilig. Wer guckt sich so etwas an? Mr. Clark zwang uns, die alle anzugucken. Ach still, Mr. Clark hieß der, genau. Und da ist ein Gartenzwerg. Der Jack haben wir. In dem Film explodiert jemand ins Kopf. Krass. Wer guckt mal, explodiert jemand ins Kopf? Könnte das Ende von Total Recall sein. Vom ersten, vom Originalteil, vom schlechteren Teil. Ich finde den mit Colin Farrell besser. Büchereikeller. Marissa, du hast bei deinen Notizen die Räume verwechselt. Erst nach einer Stunde wusste ich, wo ich aus diesem Raum Dr. Chivago rauskomme. Ach so. Dieser Knopf funktioniert nur mit Strom. Meine Nase juckt, ey. Oh nein, ich hab mich verklickt. Scheiße. Kaputt, kaputt, kaputt. Okay. Alter, was muss man alles machen muss hier gerade? Wahnsinn. Vor allem, wenn man alles finden will, muss man echt sehr viel erkunden.
Alles klar. Ja. Datenbank, Schalter an, aus, aus, an, aus. Ach so. An, aus. Alles klar. An, aus, aus, an, aus. Nein. Das muss an. Das muss an. Und aus. Ach klar, haben wir. Toll, jetzt muss ich kurz die andere Tor aufkriegen. Scheiße! Ach klar, ich weiß wie. Ah, ich hab's. Warte kurz. Hier, bleib. Und tauschen. Ist klar. Ist klar. Oh Gott, das schaffe ich doch niemals. Okay, Leute, da muss ich mich kurz konzentrieren. Ey, das schaffe ich gar nicht. Das schaffe ich nicht. Warte. Kann ich das im Boston das Tattoo machen? Ja. Alles klar. Okay. Es funktioniert. Da mache ich die Dinger in Zukunft mit Maustastatur. Weil die Knöpfe sind bei mir halt komplett anders gelegt. Das ist ein bisschen scheiße. Ich muss kurz den, da, das wieder rauskriegen, alles klar. Komm ich nach unten rein? Ah. Oh, warte, ich hab's gerade. Okay, ich hab's. Oh, mir juckt die Nase, ey. Ist klar. Alter, ey. Aber okay, Leute, ich würde sagen, wie es hier weitergeht in dem Keller von der Bibliothek, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und schaue seit dem nächsten Video auch wieder dabei zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game. Tschö.